Ich begrüße euch zu RRO TV Sport. Heute zu Gast ist der Thomas Stolan. Er ist Spieler bei dem EHC Visp. Und der EHC Visp hatte das letzte Jahr ganz eine erfolgreiche Saison gehabt. Sie waren Schweizer Meister gewesen. Und für diesen Erfolg haben sie den Oberwalliser Sport Awards in der Kategorie Mannschaften gewonnen. Und einer, der euch ein wichtiger Mann war, ein wichtiger Spieler bei diesem Erfolg, ist eben heute mit uns, Thomas Stolan. Herzlich willkommen. Schweizer Meister 2014, rund 7 Monate zurück. Was ist dir noch am besten in Erinnerung geblieben von diesem Erfolg? Ja, die ganze Zeit des Playoffs war super für uns. Wir haben nicht guten Anfang haben wir in den Playoffs fast alles gewonnen. 2 Serien waren 7 Spielen, also es war sehr, sehr intensiv und ich kann nicht sagen, dass oder das war das Beste. Es war wirklich ein super 2-3 Monate. Also ein großer Erfolg, ein verdienter Erfolg auch, dass ihr diesen Award bekommen habt, ja, im Oberwallis. Das ist auch eine Anerkennung für den Titel. Ja, ja, genau. Ich hoffe, wir haben das verdient. Ja, sicher, wir haben gut gespielt in den Playoffs und haben gewonnen. Also, ja. Ich habe gesagt, ein wichtiger Spieler, Thomas Stolana, vor allem auch im Final gegen die SCL Tigers im 6. Spiel. Kannst du dich da noch erinnern in Visp? Ja, das entscheidende Tor. Ja, ich erinnere mich noch, das war das 6. Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden von dem Schuss. 17 Sekunden. 17 Sekunden habe ich Pass von Alan Bruno bekommen. Und ja, es war toll, ja, glücklich, aber ja, wir haben gewonnen, war super. Denkst du noch oft an dieses Tor? Das war das entscheidende Tor im 6. Spiel, dann kommst du zum Finalissimo, hä? Ja, es ist eines des Tores, das man erinnert sich für die ganze Karriere. Das sind nicht so viele Tore wie diese. Also das Wichtigste für dich vielleicht bis jetzt? Schwer zu sagen, vielleicht einer von Wichtigsten, sicher. Ja. Gibt es noch andere, auch vielleicht sehr wichtige? Ich weiß nicht. Das ist schon ziemlich ein wichtiges. Ja, Und nachher die Finalserie gewonnen gegen die SCL Tigers im 7. Spiel. Das war ein bisschen weniger spannend, das letzte Spiel. Das konnte man ein bisschen mehr genießen. Nein, für mich war okay. Ja. Wirklich, es war wirklich super. Nach diesem 6. Spiel, es war wirklich intensiv und so. 7. Spiel, wir sind nach Langnau gegangen. Wir haben gesagt, ja, wir geben alles. Wir schauen, was kommt. Und wir haben gewonnen, also das war super. Super, ein super Erfolg. 2011 bist du schon einmal Schweizer Meister geworden mit dem EHC Visp. Gibt es große Unterschiede zwischen den beiden Titeln für dich jetzt persönlich? Ja, das war einfach der erste Meistertitel. Also es war ein bisschen, ich habe nicht diese Erfahrung gehabt. Jetzt, letzte Saison, habe ich schon Erfahrung gehabt. Ich habe schon gewusst, was das braucht, zu gewinnen. Also ich sage nicht, das war einfacher, aber ich habe das ein bisschen anders gesehen schon. Aber 2011 habt ihr klar 4-0 gewonnen gegen Lausanne. Das war ein bisschen weniger spannend, aufregend. He? Ja, Finale, ja, sicher. Ja. Ich erinnere mich, wir haben 7 Spiele im Semifinale gespielt und dann wir sind nach Lausanne gegangen und wir waren wirklich sehr müde. Aber trotzdem haben wir dort gewonnen und dann alles hat funktioniert. Dann ist es gelaufen, ja. Dann habt ihr die Lausanner weggeputzt. Hä? Ja, ich würde nicht so sagen, aber wir haben 4 Spiele gewonnen. Also beides sehr wichtige Erfolge für dich. Hä? Ja, sehr. Wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen? Schauen wir ein paar Jahre zurück. Du stammst aus der Tschechei. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Ja, ich bin schon 3. Generation Eishockeyspieler. Also für mich war das wirklich klar, was wird passieren. Und ich erinnere mich, mein Vater hat mir gefragt, ja, möchtest du ein Eishockey spielen? Ja, sicher. Ich habe gesagt, ja, ich will. Und seit dieser Zeit bin ich fast jeder. Immer auf dem Eis. Ja, auch der Großvater war schon ein sehr bekannter Eishockeyspieler in der Tschechei. Olympische Spiele gemacht, Weltmeisterschaften. Hä? Ja, er war was hast du von ihm in Erinnerung? Ja, ich habe ihn nie gesehen zu spielen, aber ich erinnere ihn und
Atmosphäre, das ist etwas, ich sage nicht Druck, aber wenn das in Familie gibt, also es ist super, man kann hören die Geschichten und man kann sehen, was meine Großvater und mein Vater erreicht haben und ja, sehr spannend. Großvater Silber und Bronze an der Weltmeisterschaft und Bronze an den Olympischen Spielen, also eine große Eishockey-Persönlichkeit in deinem Land. Ja, kann man ja. das sagen? Ja, er ist im Club der beste Torschütze der Liga in der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, welche Nummer ist er, aber und ja, er war sehr gut. Und der Vater ein bisschen weniger oder war er auch so gut? Er war vielleicht auch so gut, ja. Aber es war ja, es ist schwer zu sagen. Es war also okay, in dieser Zeit war anders, wenn mein Großvater gespielt hat, dann mein Vater. Warum? Ja, es geht immer ein bisschen schneller, ein bisschen vielleicht mehr defensiv und also, ja. Aber er hat auch Bronze an der Weltmeisterschaft gewonnen, dein Vater, also ja. Auch in der Nationalmannschaft. Ja. Hast du Großvater hast du nie gesehen, den Vater? Ja, meinen Vater habe ich gesehen zu spielen, es war wirklich spannend für mich. Und wo? Hier in der Schweiz, da habe ich ihn in Tschechien auch gesehen, Nazi A und Nazi B. Spielen, also auf Weltmeisterschaft nicht, bloß war ich noch zu jung, aber ja, ich habe viele Spiele gesehen. Spielt er ähnlich wie du? Oder hat er ähnlich wie du gespielt? Nein, vielleicht nicht. Ich meine, er war wirklich ein Torschützer, er hat super Schuss gehabt. Ich bin vielleicht mehr Pass gibt und mehr läuft, aber ja. Er war der Goalgetter? Ja. Genau. Und er ist auch in die Schweiz gekommen. Er hat auch mit Herisau in der Nationalliga B gespielt. Ja. Da warst du vielleicht 5, 6 Jahre alt. 6 Jahre alt. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich kann. Wir waren hier für 3 Jahre. Also ich war im Kindergarten in der Schweiz. Ja. Und ja, ich erinnere mich an diese Zeit. Du hast es vorher gesagt, er war sehr ein guter Torschütze. Ich glaube, er hat einmal in einer Saison über 80 Scorerpunkte gemacht mit Herisau. Ja. Das hast du noch nicht geschafft. Nein, noch nicht. Aber vielleicht kommt es noch. Ja. Das ist eine ziemliche Leistung. Hä? Ja, das ist sehr gut. Also an die erste Zeit in der Schweiz, kannst du dich noch gut erinnern in Herisau im Appenzell? Ja. Ich sage ja, ziemlich gut kann ich erinnern. Wie war das ja, für dich? Für mich war etwas, ja, als Kind, es ist anders. Also wir waren 4 Kinder, das war ich, mein Bruder und dann 2 Kinder von Mitspielern von meines Vaters. Der ist auch ein Tscheche, also wir haben 4 Kinder aus Tschechien. Und also habt ihr mehr Tschechisch gesprochen, nicht Deutsch? Nein, ich habe fast kein Deutsch gelernt. Also das war wirklich schade, aber es ist so passiert, wir hatten eine kleine tschechische Mafia dort. und Eishockey gespielt schon damals? Ja, schon da gespielt. Ja. Und nachher wieder zurück in die Tschechei und da hast du in der Juniorenliga gespielt? Ja. Und dann, warum bist du plötzlich wieder in die Schweiz gekommen? Ja, ich habe gar nicht gewusst. Die erste Station, pardon, war Morsch. Ja, Morsch. Ja, warum? Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass ich diese Möglichkeit habe. Dann mein Vater hat mir gesagt, wenn ich 18 war vielleicht, dass ich habe diese Lizenz hier in der Schweiz. Und dann ich habe Junioren gespielt, ich habe meine Matura gemacht und dann habe ich gesagt, ja, was jetzt? Also ich kann vielleicht in Tschechien bleiben oder ich kann nach der Schweiz gehen. Und dann habe ich diese Möglichkeit nach Morsch gehen für Tryout. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Also dann. Du warst eben kein Ausländer, sondern weil du schon in der Schweiz gespielt hast. Ja, genau. Aber leider, Morsch, das ging nur ein halbes Jahr. Ja, das war, ich weiß nicht, 4 Monate vielleicht. 4 Monate, und dann ist Morsch bankrott gegangen. Also, aber für mich war das gar speziell. Es war, nicht schlimm? Ja, es war nicht schlimm. Es war etwas anders für mich. Mhm. Erst Sprache. Für mich der Französisch war wirklich exotisch in diesem Moment. Also ich habe nichts verstanden. Sprache. Wieder neue Sprache. In dieser Zeit habe ich auch fast nicht Englisch gesprochen. Also es war schwierig. Ich habe Vertrag für 1 Monat gehabt als Tryout und ich musste das schaffen. Wir hatten 5 Linien und also es war wirklich nicht einfach, aber für mich war das wirklich eine große Erfahrung. Aber nach Morsch konntest du dann nach Lausanne wechseln, ja. Dann ging das gerade weiter. Ja, wenn ich diese Bankgruppe gekommen bin, Morsch, ich habe ein Angebot von Lausanne bekommen und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Das ist eine super Mannschaft. Ich musste gar nicht umziehen.
Also es war gut für mich und auch Rest der Saison dort war gut für mich. Die nächste Station war wiederum in der Westschweiz, La Chaux-de-Fonds. Warum bist du dann nach La Chaux-de-Fonds gegangen? Ja, ich habe ein Angebot bekommen von Chaux-de-Fonds. Es war eine sehr interessante Mannschaft für mich. Und ja, ich habe so entschieden. Aber dann war es fertig mit Französisch. Hä? Ja. Kannst du jetzt mittlerweile oder wie geht es mit dem Französisch? Ja, ich verstehe ein bisschen, ich kann ein bisschen Französisch, aber ich kann nicht wirklich sagen, ich spreche Französisch, nein. Du hattest ein Angebot von den SL Tigers, aber du bist nicht ins Emmental gegangen, sondern nach Visp. Warum das? Ja, ich habe schon einen Vertrag in Langnau gehabt, aber nach der Saison, die haben mir gesagt, die wollen mich nicht mehr. Und dann habe ich... In Langnau? Ja, in Langnau. Und dann haben sie nicht gesagt? Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, warum sollte ich dort gehen, wenn jemand hat kein Interesse, mich dort zu haben. Also. Und dann ist Wisp gekommen mit einem Angebot, und ein sehr fair Angebot. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Wisp. Und seid ihr in Wisp geblieben? Hä? Ja. Bei dem EHC Wisp. Wie war es das erste Mal hier im Oberwallis? Ja, es war gut. Ich bin hier auch gekommen wegen Luca Triuz und Alan Bruno. Wir haben schon zusammen im Morsch gespielt. Ja. Und es hat wirklich funktioniert. Das war auch ein sehr großer Plus für mich. Ja. Und ja, es hat funktioniert. Andere Sprache, Oberwallisdeutsch. Ein bisschen schwieriger, aber ja, es geht. Wie geht es mittlerweile mit dem Oberwallisdeutsch? Schwierig. Ich lerne Hochdeutsch und ich verstehe Oberwallisdeutsch ein bisschen und es kommt vielleicht später, aber erst habe ich gesagt, ich muss... Verstehen richtig, geht schon? Ja, geht. Aber sprechen lieber noch nicht. Für das brauche ich noch Zeit. Aber wir hoffen, du bleibst noch lange bei mir, HC Visp. Du hast gesagt, Triulzi, Brunold, mit denen hast du schon gespielt in Morsch, aber am Anfang, in den ersten Spielen, da wart ihr nicht zusammen hier in Visp. Da hast du, glaube ich, mit den Ausländern gespielt und dann Ende September seid ihr plötzlich in einer Sturmlinie gewesen. Und habt da, glaube ich, schon gerade mit 3-2 gegen Neuenburg gewonnen, mit 2 Toren von eurer Sturmlinie. Und dann hat es angefangen. Hä? Vielleicht, ich erinnere mich nicht, vielleicht ja, aber ich weiß mit Luca und El, es hat immer funktioniert, schon in Morsch. Von seit erstes Spiel, wir haben zusammen gespielt und es hat wirklich funktioniert. Ich weiß nicht warum oder was ist Grund. Ja, warum? Das möchte ich gerade fragen. Seit Anfang, wir haben diese Timing auf dem Eis gehabt, wirklich, wir sind 3 Spiele, die sind eigentlich so anders und es passt einfach, es hat funktioniert. Anders? Ja. Brunold, Alain, wie würdest du den beschreiben? Ja, er war immer so dieser Capo. Also ich weiß, er ist ein Center, er ist sehr, sehr gut zurück und er kann auch viel super Pässe geben. Und dann hatten wir auch mit Luca ein bisschen mehr Freiheit vorne. Also wir wussten, er schaut auch zurück und er hilft uns nachher in vorne. Also ja, er war wirklich der in Mitte. Luca Triulzi ist jetzt nicht mehr bei euch, bei mir hat er Visp, er hat gewechselt seit dieser Saison. Vermisst du ihn ein bisschen, dass er nicht mehr da ist? Ja, es war sicher anders. Wir haben lange zusammen gespielt, fast jedes Mal zusammen. Also es war ein bisschen anders, aber das ist Leben, das ist Eishockey-Karriere. Man weiß nie, was passiert in ein paar nächsten Morgen vielleicht oder nächsten Monat. Also, man muss das so nehmen und arbeiten. Akzeptieren. Und akzeptieren, ja. In dieser Saison brauchtet ihr also einen neuen Sturmpartner. Michailov war eine Zeit lang bei euch, der gekommen ist neu. Und jetzt in den letzten Spielen mit Roman Botta. Was hast du so für einen Eindruck? Was geht am besten zu euch beiden zusammen? Passt am besten? Ich weiß, ja. Wenn du Trainer wärst, hä? Ich bin kein Trainer, aber nein, ich... Die sind anders. Jegor und auch Roman, die sind anders. Es ist ein bisschen anders mit Jegor und mit Roman. Jetzt mit Roman, das hat wirklich gut funktioniert, letzte Spiele. Aber ja, der Coach muss wissen oder sehen, was funktioniert im Moment. Also oder was ist besser. Und ja, du sagst es, in den letzten Spielen hat das mit Roman Botta und Alain sehr gut funktioniert. Ja? Kann man sagen. Ja. Was sind deine Stärken? Du bist nicht gerade so groß. Was würdest du sagen? Wo sind deine Stärken im Eishockey?
Ja, ich bin wirklich nicht so groß, also ich muss schneller sein, ich muss, ich muss wirklich mit Puck spielen und ich bin kein Spieler, der bleibt zurück und ich will immer etwas machen, ich will kreativ sein und das muss ich als meine Stärke. Etwas, was auffällt, du bekommst wenig Strafen, hä? Warum das? Hast du dich immer im Griff? Regst du dich nicht auf? Nein, ich weiß nicht. Ja, sicher für Verteidiger ist das schwieriger, keine Strafe zu bekommen. Die sind jedes Mal zurück und die müssen einfach ab und zu, die müssen eine Strafe haben. Also nein, ich weiß wirklich nicht, warum. Aber die Gegner haben trotzdem Respekt vor dir, auch wenn du nicht so groß bist, hä? Ich weiß nicht, dann musst du die Gegner fragen. Bis jetzt nie Probleme gehabt, hä? Nein, nicht so viel. Aber das ist alles okay. Ab und zu es kommt. Aber. Bis jetzt hast du kann man in der Statistik nachsehen, 23 Scorepunkte, 23 Spiele, ein Punkt. Bist du zufrieden, wie es gegangen ist bis jetzt in dieser Saison? Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Es kann immer besser sein. Mhm. Also ich bin nie wirklich hundertprozentig zufrieden, aber auch Punkte sind nicht alles. Ich will Tore schießen, ich will wirklich produktiv sein, aber wichtig ist auch, wie Mannschaft spielt und was kann ich auch anders zur Mannschaft bringen. Mhm. Also Mannschaft braucht nicht nur die Tore schießen, und braucht Arbeit, braucht Verteidiger, weil ich wirklich sehr mehr als Punkte. Die Mannschaft mit Hochs, aber auch mit Tiefs in dieser Saison, kann man sagen. Warum das? Du bist ein erfahrener Spieler. Kannst du das beurteilen? Es ist schwierig zu sagen. Wir arbeiten hart. Wir hatten einen super Anfang, was ist sehr wichtig. Dass wir haben ein paar Punkte geholt am Anfang. Und dann hatten wir ein kleines Loch, schwierige Phase. Aber ich sage, jede Mannschaft hat eine Krise während der Saison. Und die Mannschaft ist vorbei. Ja, und wenn Mannschaft lernt, wirklich diese Krise, wirklich weg von dieser Krise gehen, zu kommen, dann ich sage, das vielleicht macht diese Mannschaft stärker in den Playoffs oder wenn es wirklich zählt. Tomáš Tolána, ein guter Hockeyspieler beim EHC Visp seit 7 Jahren. Hast du auch noch Hobby neben dem Hockey hier im Oberwallis? Was machst du noch so? Ja, im Sommer gehe ich gerne in Bergen spazieren oder ein bisschen klettern. Dann, ich habe Berge gerne im Sommer. Ich habe Wein habe ich gerne. Also ab und zu, wenn wir einen Tag frei, dann gehe ich irgendwo Wein degustieren und so. Du bist ein Weinspezialist, hä? Das würde ich nicht sagen. Aha. Vielleicht war ein Weinamateur, aber ja, ich habe Wein gern. Und, wie bist du zu dem Hobby gekommen, Weinhobby? Ja, ich weiß nicht, ich trinke kein Bier. Also und dann vielleicht, ich habe immer ein Glas Wein getrunken und so. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht, es schmeckt gut. Also. Walliser Wein, wie würdest du den beurteilen? Du kennst natürlich auch die Weine im Ausland und so. Ja, es gibt sehr gute Weine hier auch. Und für mich, ich habe lieber vielleicht Rotweine hin, weil es... Als der Weißwein? Ja. Und tschechische Weine, gibt es das auch? Ja, es gibt gute. Auch... Ja, jetzt, die sind besser und besser. Ich sage, Weißweine in Tschechien sind besser, es ist ein bisschen kälter in Tschechien als hier. Also, aber jetzt, in letzten paar Jahren, es gibt wirklich... Man kann wirklich super Weine finden. Wechseln wir noch zurück zum Eishockey, ja. Vom Wein. Ihr habt eine große Sensation geschafft im Göpp gegen den HC Davos, Rekordmeister. Jetzt kommt der aktuelle Meister, ZSC. Das könnte wieder ein spezielles Spiel werden für den EHC Visp. Ja, es könnte ein... Ja, sicher. Wir haben gegen Davos sehr, sehr gut gespielt. Ja. Alles kann passieren. Also, warum nicht? Wir können auch gegen ZSC gewinnen. Kann man wieder auf eine Sensation hoffen? Schwierig. Ja, hoffen kann man. Es wird sehr schwierig sein. Es war schon gegen Davos, war sehr schwierig. Aber für diese Mannschaften, es ist auch schwierig, hier zu kommen, im WSP zu reisen, gegen ACB spielen. Es ist immer schwierig, gegen Mannschaft von die Liga tiefer zu spielen. Und
alles kann passieren. Was denkst du zu diesem neuen Wettkampf, Wettbewerb, Schweizer Cup? Ja, ich finde das nicht schlecht. Mhm. Vielleicht, ich finde das besser für Nazi-B-Mannschaften und erste Liga-Mannschaften. Für diese Mannschaften ist das wirklich spannend, wenn hier in Wismen Davos oder CSC kommt oder wenn in Thun hat Bern gespielt. Also vielleicht ist es weniger spannend für Nationalmannschaften, für diese Spiele, aber ja, für mich ist das ist toll. Auch die Erstligamannschaften sind am Anfang dabei. Dein Bruder spielt auch Erstliga in der Ostschweiz. Wäre das eventuell etwas einmal mit deinem Bruder zusammen in einer Sturmlinie hier in Visp? Ja, wir haben ein oder zwei Spieler zusammen gespielt. Ich glaube, er war dreimal hier im Einsatz. Ja, er war hier eine Saison hier für Tryout und so. Also wir haben vielleicht zwei Vorbereitungsspieler zusammen gespielt. Mhm. Das war auch speziell. Ja, aber jetzt, er ist in Ostschweiz. Und ihm geht es auch gut. Mhm. Aber es besteht nicht die Möglichkeit, dass er vielleicht eine Liga hier spielen könnte. Wird es schwierig für ihn? Ja, es wird schwierig für ihn sein, vielleicht. Aber man weiß nie. Man weiß nie, wie es mit dem Thomas Stolana weitergeht. Nächstes Jahr sicher noch dabei. Was hast du für Ziele? Noch länger hier im Oberwallis bleiben? Mein Ziel ist einfach diese Saison erfolgreich sein. Ja. Ich will sicher Meister noch einmal werden hier. Das ist Ziel für jede Saison für mich hier. Ich komme hier in der Schweiz wirklich erfolgreich zu sein. Und was kommt nächste Saison, ist noch weit. Schauen wir mal, wie das geht mit dem Thomas Stolana weiter. Besten Dank für den Besuch hier im RRO TV Sportstudio und natürlich viel Erfolg und vielleicht wieder so ein Pokal auch im nächsten Jahr. He? Okay, merci. Besten Dank. Ja, das wäre es gewesen, die heutige Sendung RRO TV Sport mit dem Thomas Stolana, Hockeyspieler beim EHC Visp. Besten Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.